der hat eigentlich eine Riesengeschichte. Der hat eine Riesengeschichte. Der lief zunächst in der Rallye Corsica 72. Und da fuhr auf dem Auto fuhr der Larousse. Das Parallelauto fuhr der Waldegard. Der hatte einen Unfall, das Auto war dann ein bisschen verbogen. Während der hatte einen Antriebswellenschaden und blieb dann stehen in der Sonderwertung und ist natürlich dann ausgeschieden, logischerweise. Insofern war das sozusagen die Basis des RSR, der RSR-Entwicklung. Wir haben das Auto nach der Rallye genommen. Auf der Rückfahrt von Corsica haben wir Station in Ricard gemacht. Das war damals gerade eröffnet, also ein Jahr vorher eröffnet. Und haben angefangen, aus diesem Rallye-Auto ein Rennauto zu machen. Und ein Vierteljahr später hat er Daytona gewonnen.